Willkommen zurück zu ja, Kingdom Come Deliverance. Jetzt ob ich einfach nicht hier hochkomme, Alter. Ich muss erst Samuel finden. Nein, ja, aber dafür muss ich doch hier hoch. Um Samuel zu finden, muss ich hier hoch. Oder einfach nicht. Ich muss erst Samuel finden. Das ist doch alles. Warum sterbe ich denn, wenn ich da hochgehe? Achso, weil ich. Ich hab mir meine Füße gebrochen gefühlt. Ach man, es ist doch alles. Ich kann mir nicht mal einen Verband geben. Was ist denn das? Jetzt auf einmal habe ich einen Knüppel hier. Deren Ernst, Alter? Ach so, ich muss dann. Ach, lol. Ja gut, jetzt weiß ich, wie das geht. Kann ich denn nicht theoretisch auch eine Axt? Ich weiß nicht, wie viel. Schaden, Schlag 22. Viel macht ein Knüppel. Aber wir sind, glaube ich, schon ganz gut drauf mit Axt. Oh, Hund ist wieder da. Aber ich würde es halt gut finden, könnten wir uns irgendwie wieder hochheilen. Wie können wir uns denn hochheilen? Ganz gefühlt gar nicht mehr hochheilen, oder? Bringt das irgendwas? Nö. Lazarus-Elixier. Das nehmen wir jetzt. Wann sollten wir danach wieder alle Leben haben? Ja. Hier durch diese Büsche, das ist aber auch anstrengend. Wir warten jetzt erstmal ab, bis das Elixier uns vollgehalten hat. Jetzt zeige ich, weiß ich, meine Axt ausrüsten, das ist natürlich nochmal ein anderes Ding. Wie gesagt, wir warten. Jetzt erstmal. Noch bis wir voll regeneriert sind. Das könnte noch ein bisschen dauern, also bewege ich mich schon mal ein bisschen nach vorne. Komm. Überraschungsangriff. So. Easy Game. Alter, komm, Kumane, Alter. Was willst du? Ich würde sagen, das snacken wir uns alles. Jagdschwert heben wir mal auf. Jetzt sind wir natürlich viel zu überfüllt, ist klar. Können wir eh nicht anziehen, also lassen wir es fallen. So ein Fleisch können wir auch nicht mehr essen. Dann lassen wir es fallen. Das Jagdschwert. Okay, das macht auf jeden Fall viel mehr Damage. Nehmen wir lieber das. Käse könnten wir theoretisch essen. Das können wir alles fallen lassen. Brauchen wir nicht. Lederhandschuhe brauchen wir nicht. Oder können wir gar nicht einziehen. Brauchen wir das nicht. Wir haben das sogar an, oder? Das können wir auch fallen lassen. Zerbrochene Pfeile, was können wir damit anfangen?
kann nicht repariert werden, ja. Weg damit. Weg damit. Okay, was können wir, brauchen wir noch nicht unbedingt? Ein Knüppel. Ja, gut. Das ist nicht das Wichtigste. Aber Hundeleder lassen wir mal eins fallen. Und noch eins, dann sind wir wieder im grünen Bereich, was das alles angeht. Haben wir eine Fackel schon? Eine Fackel haben wir schon. Brauchen wir also nicht zwanghaft. Retterschnaps nehmen wir natürlich mit. Das hat auch so ein, das ist auch ganz witzig, weil das hat auch so ein Dingszeichen. Das ist, wie gesagt, ja. Das hat so ein Speicherzeichen. So, jetzt haben wir schon wieder viel zu viel Gewicht, oder? Nee, das geht sich noch aus. Der Bodentaube, das brauchen wir, wie gesagt, nicht. So, das ist der nächste Minengang, oder? Ah ne, das ist der zu war, hä? Okay. Aber gegen einen Kuman konnten wir es auf jeden Fall easy aufnehmen. Jetzt jedenfalls. Jetzt mit dem Schwert haben wir es natürlich noch easier. Easier, sagt man so? Wahrscheinlich nicht, ne? So. Aber wir kommen jetzt genau dahin. Ah, erstmal vielleicht in die Richtung einfach gehen. Das ist auf jeden Fall mächtig. Nice. Der Trank, ich weiß nicht, ob das so gut war, den jetzt schon zu nehmen, aber was soll's, ne? Was soll it? Jetzt haben wir auch mal eine Waffe, die wir auch mal nutzen können. Das ist ja schon mal ein Vorteil, ne? Ist auf jeden Fall besser als nur Bogen und sonst gar nichts. Ich meine, jetzt haben wir auch alle Pfeile schon verschossen. Auf jeden Fall suboptimal. Gehen wir mal im Sneaky-Modus hier lang. Werden den Kollegen da hinten das mal hardcore überführen. Ja. Solange der noch nichts ahnt. Und auf jeden Fall ordentlich was machen. Ja. Oh shit, das war. Wer denn? Na, weg. Weg. Ah, hier kommen immer mehr. Hilfe. Nein, verdammt. Mal gucken, wo wir wieder rauskommen. Ich meine, wenn wir am Haus rauskommen würden, wäre es auch nicht so schlimm. Weil wenn, da ich jetzt weiß, wie es geht. Kann ich. Easy. So. Beim Dolch. Jetzt durchs Fenster klettern, komm. Nice. Samuel. Hoffentlich geht es ihm gut. Ich muss ihn finden. So, gehen wir nochmal zu den Stollen.
Obwohl ich ja eigentlich schon weiß, dass das hier der richtige Stollen ist, da hinten. Dann gehe ich, glaube ich, direkt mal dorthin auch. Ich hoffe, wir werden in Ruhe gelassen und wir hier schön durch. Verdammt, der rennt uns jetzt wahrscheinlich hinterher. Den müssen wir abschütteln. Du willst doch nicht ernsthaft noch weiter daherlaufen. Oh doch. Na gut, Kollege. Wenn er es will. Können wir mal weiter drauf fahren? Ach komm, der will mich doch verarschen. Egal. Machen wir das nochmal. So, Kollege. So nicht. Eigentlich. Säbel aus Nikopolis. Ach komm. Nein. Wir können nur hier abhauen. Dann machen wir das, ne? Samuel, hoffentlich geht es ihm gut. Was ist hier? Nichts. So, gehen wir mal hier lang auf Easy Snack Basis. Wir werden dann auch die Axt ausrüsten. Ja. Weiß nicht, wie gesagt, ob die Axt oder der Knüppel besser ist. So. Ist hier immer noch der, der da plündert? Ja. Gut. Ich würde mal sagen, Easy Snack. So. Oh ja, das müssen wir nehmen. Und das noch ausrüsten. Ritterjagdschwert. Packen dafür, wie gesagt, nochmal das 100 Leder lassen wir da nochmal fallen. Leider ist das Spiel gerade abgeschmiert und ich muss deswegen auch den Spawnpoint nochmal neu machen, aber ich werde das dann erst nächste Folge dann wieder angehen. Also für jetzt ist erstmal die Folge beendet und dann würde ich sagen, bis nächste Woche und ciao, Leute.